Ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne Pause und freuen sich, so wie wir jetzt, auf die zweite Konzerthälfte. Mit dem nächsten Stück begeben wir uns einmal mehr auf die Spuren der großen amerikanischen Drumlines und Drumcores. Eingängige Melodien gepaart mit pulsierenden Rhythmen und wildem Trommelgewitter sorgen hoffentlich für einen fulminanten Einstieg in die zweite Konzerthälfte. Viel Spaß mit Technology von Jim Casella. Thank you.
Und auch jetzt gibt es wieder einen riesen Umbau hin zum nächsten Stück. Allerdings müssen wir die Bühne jetzt erstmal ein bisschen freiräumen, weil nach dieser Großbesetzung jetzt ein Quartett zu hören sein wird. Und ja, ich muss sagen, heute ist der Tag der Wahrheit für mich hier. Sie haben es vielleicht schon geahnt, ich bin gar kein waschechter Langenhagener. Es hat sich schon lange abgezeichnet. Ich habe die ersten schon munkeln hören in den letzten Wochen. Ich dachte, heute muss ich es mal auflösen. Ich bin auch kein waschechter Hannoveraner. Aber ich fühle mich total wohl hier und ich bin sehr, sehr gerne in Langenhagen. Ursprünglich komme ich aus einem ganz kleinen Dorf im schönen Baden-Württemberg, genau gesagt im Schworbeländle, und zwar aus Hattingen, einem 650-Einwohner-Dorf, idyllisch gelegen, umgeben von Natur, alles bergig und hügelig, wirklich sehr, sehr schön, im schönen Hegau, in der Nähe des Bodensees, allemal eine Reise wert, kann ich Ihnen sehr empfehlen an dieser Stelle. Also ich hatte eine wirklich schöne Kindheit, habe es genossen, wir hatten einen großen Garten zu Hause. Der einzige Knackpunkt war, dass es in Hattingen eben keine allgemeinbildenden Schulen gab und auch keine Musikschule. Und wäre ich nicht in die nächste kleine Stadt, Tuttlingen, gefahren, 10 Kilometer entfernt, dann hätte ich wahrscheinlich nie mit dem Schlagzeug begonnen und wäre heute gar nicht hier. Und ich war eben aufgrund dessen immer angewiesen, entweder auf das berühmte Elterntaxi oder ich musste mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B bewegen. Unter der Woche alles kein Problem, gute Verbindung, gute Anbindung. Dauerte manchmal ein bisschen länger, weil der Bus eben nicht direkt fuhr, sondern noch sämtliche Dörfer abklapperte, bis der dann endlich in Tuttlingen angekommen war. Aber das war alles soweit in Ordnung. Schwierig wurde es an den Wochenenden. Da waren es nämlich, wenn es hochkam, wenn ich mich recht erinnere, meistens so 2-3 Busse über den Tag verteilt im Abstand von circa 2 Stunden. Und ab 16 Uhr fuhr halt überhaupt nichts mehr. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und wenn man dann aus irgendeinem Grund mal einen Bus verpasst hatte, dann hatte man wirklich ein kleines Problem, beziehungsweise man brauchte eine gehörige Portion Sitzfleisch. Handys gab es damals noch gar nicht. Da konnte man also nicht einfach 2 Stunden daddeln, sondern man musste vielleicht ein Buch in die Hand nehmen oder sich sonst irgendwas einfallen lassen, um diese lange Wartezeit irgendwie zu überbrücken. Und jetzt spanne ich den Bogen zum nächsten Stück. Auf was für Ideen man da vielleicht hätte kommen können, wollen Ihnen jetzt die nächsten 4 Spieler zeigen mit Die Sitzgruppe von Leander Kaiser. Viel Spaß. Thank you.
Ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, wie das abläuft, wenn junge Mädchen und Jungs ihre erste Schlagzeugstunde haben. Und nach diesem erwähnten Interview geht es dann natürlich an die Trommeln. Das ist immer ein ganz spannender Moment, wenn man dann das erste Mal an so einem kompletten Schlagzeug sitzt, das ausprobieren kann und selber spürt, welche Klänge man mit seinen Armen und mit seinen Beinen erzeugen kann. Aber oftmals braucht man nicht mal unbedingt ein Instrument dazu. Und diese Wahrnehmungsfähigkeit wollen wir insbesondere in den ersten Schlagzeugmomenten auch so schulen, indem man die sogenannten körpereigenen Instrumente verwendet. Dazu zählen zum Beispiel Klatschen, was Sie ja heute Abend schon sehr, sehr gut machen. Aber ich habe das Gefühl, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Das Stampfen gehört natürlich dazu, das Schnipsen mit den Fingern, vielleicht irgendwelche Reibeelemente auf der Brust trommeln. Und es gibt eine international tätige Gruppe, die hat dieses Spiel der körpereigenen Instrumente in ganz besonderer Weise kultiviert. Das ist die international tätige Gruppe Stomp. Frank und ich kennen ein Mitglied dieser Performance-Gruppe schon sehr, sehr lange. Wir haben mit Dominik Schad, so heißt der junge Mann, gemeinsam in Hannover studiert und wie es der Zufall so will, wir sind so ein bisschen in Kontakt geblieben über Social Media und irgendwann kam die Idee auf, dass Dominik hier doch mal einen Workshop für interessierte Spielerinnen und Spieler geben könnte und so ein bisschen was von diesem Stomp Spirit nach Langenhagen bringt. Mittlerweile ist dann eine ganz hohe Eigeninitiative entstanden. Und insbesondere der Schüler Jale Kise, den Sie ja gerade schon beim Safri-Duo erlebt haben, der hat sich das Ganze ganz schön zu eigen gemacht, hat sich da sehr, sehr reingekniet und hält diesen Stomp-Spirit hier am Leben. Letztes Jahr waren Sie ja auch schon auf der Bühne Teil des PJL-Konzert 2023 und dieses Jahr haben Sie wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Wir freuen uns auf die Stomper des PJLs. Viel Vergnügen.
wir versuchen hier in den PGL-Konzerten wirklich die ganze Bandbreite abzudecken. Nicht nur in Sachen Instrumentarium, sondern auch in Sachen Konzeption, Schauspiel, die ganz jungen Spieler, Play-alongs, Pop-Hits und so weiter. Und als nächstes wollen wir einen Ausflug in die Hochkultur wagen. Sir Simon Rattle, langjähriger Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, hat mal in einem sehr, sehr guten Interview mit der Zeit sich ausgelassen über seine Arbeit mit einem Spitzenorchester, was man als Dirigent beachten müsste, um so einen Klangkörper zu formen. Und ein Satz ist mir in diesem Interview ganz besonders hängen geblieben, und zwar hat er gesagt: Stets ist es das Bestreben der Kunst, die Welt nachzuzeichnen. Der Satz ist ein bisschen sperrig. Stets ist es das Bestreben der Kunst, die Welt nachzuzeichnen. Was meint er damit? Wenn wir an Pablo Picasso denken, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass dieser Mann von den Gräueltaten des Diktators Franco und der Legion Condor so entsetzt war, dass er sich inspiriert fühlte, das Kunstwerk Guernica zu erschaffen. Ludwig van Beethoven war auf seinen vielen Bildungsreisen, teilweise von den Landschaften, so geprägt, es hat ihn so berührt, dass er sich befleißigt fühlte, seine sechste Sinfonie, die Pastorale, zu komponieren. Und auch heute Abend erleben wir immer wieder, dass die Welt sich hier in der Kunst widerspiegelt, sei es in der Bahnverbindung in Hatting-Tuttling oder dass ein Schlagzeuglehrer zum Poeten wird. Nun gibt es einige Naturschauspiele, die sind ein bisschen abstrakter. Wer sich so ein bisschen für Astronomie interessiert, der hat Anfang Juni vielleicht den Begriff planetarische Konjunktion gehört. Bei einer planetarischen Konjunktion stehen die Planeten unseres Sonnensystems in einer bestimmten Abfolge. Wenn ich mich recht entsinne, waren das jetzt Anfang Juni 6 Planeten, die in einer Reihe stehen. Dass alle Planeten unseres Sonnensystems in einer Reihe stehen, das passiert so alle 340 Millionen Jahre. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding. Und ich möchte Ihnen anhand dieser planetarischen Konjunktion ein bisschen das folgende Werk erläutern. Stellen Sie sich die Sonne als Grundschlag vor, ein durchgehender Puls, der alles zusammenhält. Und nun formen die anderen Planeten im Sonnensystem, alle mit ihrer ganz eigenen Bahn, einen eigenständigen Rhythmus, einen eigenständigen Zyklus. Sie drehen sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit um die Sonne. Und bei dem folgenden Stück werden die beiden Spieler Justus Kluber und Daniel Wirschbar um einen feststehenden Puls, der tatsächlich teilweise verklausuliert und kaum wahrnehmbar stattfindet, werden sie Zyklen von Rhythmen ziehen, die in ihrer eigenen Bahn, in ihrer eigenen Geschwindigkeit irgendwann wieder beim Startpunkt ankommen. Und aus diesen zusammenhängenden Kreisen, aus diesen zusammenhängenden Bewegungen entstehen ganz komplexe, schwer nachvollziehbare Rhythmen. Das Ganze ist wirklich ein kleines Epos. 8 Minuten Schlagzeug total. Freuen Sie sich mit mir auf Boom! Thank you.
erstmal die Stille genießen nach diesem fantastischen Trommelgewitter. Respekt. Und abermal wird wieder umgebaut in Windeseile zum nächsten Stück, nachdem wir jetzt ein Duett gehört haben, bauen wir nochmal um zu einer richtigen Großbesetzung. Ich liebe die Abwechslung hier mit den großen Besetzungen, mit den kleinen Besetzungen, Duo-Solo-Beiträge manchmal auch. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren sind mir die Großbesetzungen doch besonders ans Herz gewachsen, wie Sie vielleicht heute Abend gemerkt haben, ob es nun bei Technology der Fall war oder auch Follow Suit. Und das nächste Stück ist eben auch wieder eine richtig große Besetzung mit einem fast schon orchestralen Klangbild. Wir haben dabei die Röhrenglocken, wir haben dieses Jahr noch einen neuen Klang dabei, ein sogenanntes Tamtam, das macht einen großen rauschigen Klang. Wir haben Becken dabei, wir haben Pauken dabei, im Prinzip fast wie im richtigen Sinfonieorchester. Nahezu alle Mallets stehen auf der Bühne. Und wir machen mit dem nächsten Stück nochmal einen kleinen Ausflug ins Genre der Filmmusik. Ich glaube, der erste Teil, es ist ein mehrteiliger Film, feierte Premiere 2003, ich glaube am 28. Juni. Und wir feiern mit diesem großen Medley, in dem nahezu die schönsten Melodien auf die Bühne kommen, im Grunde das 20-jährige Jubiläum etwas später, weil es aufgrund einiger Flauten bei der Überfahrt und auch in der Vorbereitung zu einer kleinen Verzögerung gekommen ist. Freuen Sie sich also gleich auf ein wunderschönes, fast schon episches Filmmusik-Medley aus Fluch der Karibik. Thank you.
Der Weg ist das Ziel. Und weil wir mittlerweile wissen, dass die Umbauten ein bisschen opulenter sind, darf ich Ihnen, bevor das nächste Stück gleich erklingen wird, zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Der Kaiser von Japan, und weil es eine Geschichte ist, dürfen Sie jetzt nicht fragen, welcher. Der Kaiser von Japan war ein großer Liebhaber der Natur, insbesondere der Vogelwelt. Und ein großer Wunsch war von ihm, ein wunderschönes Gemälde zu haben von einem blauen Papagei. Und so begab es sich, dass er seine Hofschranzen losschickte zum bedeutendsten Künstler des Landes, die dem Künstler eben diese Nachricht überbrachten: Der Kaiser verlangt nach einem Gemälde von einem blauen Papagei. Der Künstler hörte den Anweisungen der Hofschranzen aufmerksam zu und sagte: Sicher, dies sei möglich. Und verabschiedete die Hofschranzen. Und so gingen ein paar Wochen ins Land. Am Hof fragte man sich erstmals: Nun gut, das dauert nun schon ein Weilchen, vielleicht gibt es noch andere Aufträge. Man sei weise, man sei der Kaiser und man übe sich in Geduld. Weitere Wochen vergingen. Und bei aller Mäßigung des Kaisers wurde er dann doch ein wenig ungeduldig und schickte erneut seine Hofschranzen los zum Künstler. Der Künstler wiederum empfang die Hofschranzen und die Hofschranzen fragten, wie es denn bestellt sei um das Gemälde. Der Künstler ging an seine Staffelei, nahm einen neuen Papierbogen und innerhalb von wenigen Minuten malte er einen traumhaften blauen Papagei. Die Hofschranzen, bass erstaunt, trugen das Gemälde waagerecht, damit die Tinte trocknen konnte, und gingen zurück zum Kaiser und erzählten ihm von dieser Begebenheit. Der Kaiser, zutiefst erstaunt, war jetzt noch sehr, sehr neugierig, warum er auf ein Werk so lange warten musste, wenn dessen Anfertigung nur 5 Minuten brauchen würde. Er machte sich also mit seinem Hofstaat auf zum Künstler und befragte ihn: Künstler, wie kann das sein? Wieso warte ich Wochen, fast Monate auf mein Kunstwerk, wenn du dafür wenige Minuten brauchst? Der Künstler nickte verständnisvoll und sagte nur: Begleiten Sie mich. Und sie gingen durch das Haus des Künstlers und kamen an eine Kammer. Und der Künstler öffnete die Tür dieser Kammer. Und in dieser Kammer verbargen sich Hunderte von Papierbögen mit Skizzen, Farbproben, verunstalteten Papageien, dilettantischen Versuchen. Und der Künstler neigte sein Haupt ergebensvoll dem Kaiser zu und sagte: Als ich den Auftrag bekam, ging das noch nicht in wenigen Minuten. Der Weg ist das Ziel und alles, was Sie heute Abend erlebt haben, ist das Ergebnis einer langen, langen Lernkurve. Das fängt damit an, dass Sie als Eltern irgendwann dem Wunsch nachkommen, dass Ihre Kinder hier an der Musikschule Schlagzeug lernen. Diese Lernkurve beinhaltet, dass hier, ich habe es eingangs erwähnt, teilweise Schüler länger Zeit an der Musikschule zubringen als ich. Und dass hier manche Werke erklingen, erfordert Fleiß, Einsatz, Mut, sehr viel Liebe zum Detail, dass wir ja diese Kunstwerke innerhalb von wenigen Minuten hier hören dürfen. Und ich glaube, es tut uns allen gut, in dieser extrem hektischen Zeit uns immer wieder vor Augen zu führen, dass wir uns üben sollten in Geduld, gerade wenn wir sehr erpicht darauf sind, dass wir schnelle Lösungen brauchen, dass wir sehr ungeduldig sind, dass wir es kaum abwarten können, dass sich etwas ändert. Veränderungen, Ergebnisse brauchen Zeit und diese Lernkurve ist Teil des Lebens und wir sollten sie uns immer wieder vor Augen führen.
der Lernkurve braucht es ein paar andere entscheidende Dinge. Es braucht den Willen von einigen Menschen, das Ganze umzusetzen. Angefangen von den Lehrkräften bis zur Haustechnik. Es braucht eine Gesellschaft, es braucht einen politischen Willen, es braucht finanzielle Möglichkeiten, die das alles hier erschaffen und am Leben erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Und bei den finanziellen Möglichkeiten, Langenhagen will bewegen, werden Sie gleich wieder 6 reizende Kinder am Ausgang in Empfang nehmen. Die werden ergebenst ihr Haupt senken und werden Sie freundlich bitten. Nicht um Gemälde von blauen Papageien, aber vielleicht von kleinen anderen farbigen Kunstwerken. Wir verabschieden Sie in den Feierabend. Nur mal als Anmerkung, Parsifal von Richard Wagner, eine 5-stündige Oper, dauert doppelt so lange, wie Sie heute Abend hier gesessen haben. Wir verabschieden Sie in den Feierabend mit einem Poppet, eine der eindrucksvollsten Popbands aller Zeiten aus Schweden. 4 Initialen, ABBA, wir haben für Sie zum Abschied arrangiert, ABBA, Mamma Mia. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Thank you.
Das TGN-Ensemble 2024. Schön, dass ihr da wart.